Big City Life, die Ausstellung im Cartoon Museum Basel, ist eine Themenausstellung, die 12 Künstler versammelt, die sich mit dem Leben in der Großstadt beschäftigen. Eine Ausstellung, die von Franz Masarels berühmten Holzschnittarbeiten ausgeht, ein belgischer Künstler, der 1925 ein Werk geschaffen hat mit dem Namen Die Stadt, La Ville. Ein Werk, das die Lebensbedingungen in der Großstadt zeigt. Ein berühmter Holzschneider, der ebenso ein Pionier des grafischen Romans war. Der Erfolg der heutigen Graphic Novels bzw. der literarische Anspruch, den Comiczeichner an das Geschichtenerzählen haben, ist ein langer Weg. In der Ausstellung zeigen wir unter anderem einen anderen Pionier, der amerikanische große Comic-Künstler Will Eisner, der maßgeblich an der Entwicklung der Graphic Novels beteiligt war. Art Spiegelman, Pulitzer-Preisträger, der mit seiner legendären Geschichte Maus den Comic für immer verändert hat, hat bewiesen, dass sich Autorencomics durchsetzen können. Art Spiegelman und seine Frau Françoise Mouly haben mit dem Comic-Magazin Raw, das 1980 gegründet wurde, einen weiteren Meilenstein gelegt bzw. ein Labor gegründet, mit dem sie ganz neuen Input in den Comic gebracht haben und eben mit künstlerischen Experimenten und einem hohen Anspruch den Comic weiterentwickelt haben. Der amerikanische Comic-Künstler Chris Ware ist bekannt durch seine eigene Interpretation der klassischen Lynn Claire. Wir haben hier großformatige Originale aus der Geschichte Building Stories. Building Stories besteht aus 14 Einzelteilen. Eine Geschichte, wo jeder selber anfangen kann oder wo jeder selber bestimmen kann, wo die Geschichte beginnt. Drei Künstlerpositionen von Jan Keppi, Helge Reumann, Thierry van Hasselt und Marcel Schmitz zeigen wir Künstler, die ganz unterschiedlich mit Materialien umgehen. Jan Keppi, der Comics mit großformatigen Bildern macht. Helge Reumann, der seinen Comic als Leporello zeigt, das haben wir schon bei Franz Masarel gesehen. Thierry van Hasselt und Marcel Schmitz, das Künstlerduo, arbeiten dreidimensional. Sie haben für die Ausstellung hier eine Stadt aufgebaut, eine Stadt aus Karton. Das ist Marcel Schmitz, der diese Kartonstadt gebaut hat, aus dem Hintergrund des Art Brut. Und Thierry van Hasselt, der alles dokumentiert in Tuschezeichnungen. In einer Ausstellung zum Stadtleben dürfen natürlich nicht die feinen, aber treffsicheren Zeichnungen eines Saint-Pés fehlen, seine Städtedarstellungen von Paris und New York. New York kennt noch besser oder auch Los Angeles Christoph Niemann, der Stadtwanderer, der seine Erlebnisse in Städten, seine Begegnungen mit einer Klarheit, mit einer Reduktion darstellt wie keiner. Oder die surrealistischen Bilder, Illustrationen, aber auch Comics von Gabriella Ciandelli, die vor allem in ihren Comics das Stadtleben immer im Mittelpunkt hat, das Stadtleben, aber auch die Beziehung von Stadt und Natur. Der belgische Comiczeichner und Künstler Mikkel Mattis zeigt großformatige Malereien, die er mit Blut gefertigt hat. Eine Auseinandersetzung mit seiner Heimatstadt Charleroi, die sich nach dem Untergang der Industrie
verändert hat, die Menschen zurückgelassen hat in Arbeitslosigkeit und in Not. Das ist ein Thema, das den Künstler seit 15 Jahren beschäftigt. Lorenzo Mattotti, der große Comic-Künstler, der die Farbe in den Comic gebracht hat, für ihn ist das urbane Leben immer ein Thema. Die hier ausgestellten Arbeiten sind zum Teil ganz neue Arbeiten, die er im letzten Jahr in Paris gezeichnet hat, wo er Menschen am Straßenrand mit einem harten Tuschestrich zeigt. Es sind aber auch fantasievolle oder weiche Arbeiten, wie zum Beispiel die Farbarbeiten, wo er seine Erlebnisse in der Stadt im Atelier festhält mit einem eigenen Formen- und Farbenvokabular.